Servus und hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euren eigenen Avatar ins PlayStation Network bringen könnt. Bisher war es nur möglich, aus dem PlayStation Network selber Avatare sich hochzuladen oder zu kaufen. Mithilfe der PlayStation App ist es nun möglich, sich eigene Bilder in das PlayStation Network und in seinen Account zu bringen. Auf der PlayStation 4 war das bisher nur möglich in Verbindung mit Facebook, dass man sein Facebook-Avatar ins PlayStation Network bringen könnte. Mithilfe der PlayStation App ist es nun möglich, wie gesagt, sein eigenes Bild dort hineinzubringen. Ihr benötigt dazu natürlich die PlayStation Network R-App. Ganz wichtig, die man sich im Android Store oder bei Apple runterladen kann. Dazu müsst ihr euch natürlich damit anmelden aus eurem PSN-Account. Nachdem ihr diese installiert habt auf eurem Handy, geht ihr da einfach mal drauf, unten auf Profil, drückt dort Profil bearbeiten. Es erscheint ein weiteres Fenster, wo man Profilbild ändern kann. Dort kann man nun die Möglichkeit sich heraussuchen, entweder ein bestehendes Foto vom Handy auszuwählen oder ein neues aufzunehmen mit der Kamera vom Handy. Nachdem ihr das gemacht habt, drückt ihr da oben einfach mal OK und es sollte nun dieses Bild erscheinen bei euch. Ihr könnt es natürlich überprüfen auf der PlayStation 4 oben im Menü. Sollte nun das neue Bild zu sehen sein, was ihr euch ausgewählt habt. Das macht sich richtig schick bei euren Freunden, wenn man ein eigenes persönliches Avatarbildchen hat. Dies geht natürlich nur, muss man auch dazu sagen, wenn ihr euren Freunden eine Klarnamenanfrage gestellt habt. Aber um der Privatsphäre willen kann man auch den Klarnamen nochmal nachbearbeiten in der App, so dass euer wahrer Name immer ein bisschen gewahrt bleibt. Und das sieht natürlich richtig schick aus, wenn man hier was Eigenes hat und nicht irgendwas Vorgekautes. Was richtig Persönliches und was richtig Schickes. Das macht euch zu der Spielfigur, die ihr sein wollt. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen helfen und wünsche euch weiterhin viel Spaß im PlayStation Network. Viel Spaß noch. Ciao.